Mehr als 1800 Hektar umfasst der Wasserschutzwald der Stadtwerke München. Die städtische Forstverwaltung betreibt im Auftrag der SWM naturgemäße Waldpflege. Der SWM-Wald gilt als Kommunalwald und muss laut Bayerischem Waldgesetz vorbildlich bewirtschaftet werden. Die Trinkwassergewinnung ist deshalb hier so perfekt, weil hier vier Grundwasserströme an einem Punkt quasi zusammentreffen und einfach unheimlich viel Grundwasser da ist. Der war ursprünglich als reine Monokultur aufgebaut und als Monokultur ist es für eine Trinkwasserversorgung nicht optimal und deshalb bauen wir quasi seit 50 Jahren den Wald in einen Mischwald um, in einen Wasserschutzwald, der quasi als Puffer dient und als kleiner Speicher, um das Trinkwasser vor schädlichen Einflüssen von außen zu schützen. Nur ein strukturreicher Wald bietet eine stabile Grundlage und ist weniger empfindlich gegenüber Trockenperioden. Auch gegen Stürme und Schädlinge haben die Bäume dann eine größere Widerstandskraft. Bei einer Borkenkäferkalamität oder bei einem starken Windwurf würden Freiflächen entstehen. Und wenn große Freiflächen entstehen, kommt Sonne und Feuchtigkeit auf diese Fläche und der Humus, der oben drauf liegt auf dem Waldboden, wird umgesetzt von den Lebewesen. Dadurch entstehen Stickstoffverbindungen, die im Trinkwasser Nitrat ergeben würden. Und drum haben wir stufig aufgebaute Wälder, wie man es hier sieht. Und die Stufigkeit bedeutet, einmal sind die Bäume ganz oben, wo sie ans Licht hinwachsen, dann gibt es den Zwischenstand und dann gibt es bereits die Naturverjüngung, die man hier auch sieht, die dann im Falle einer Kalamität eben die Nährstoffe, die frei werden, wieder aufnehmen könnten. Weitere seltene Lebensräume bilden die von den Wäldern umgebenen großen Wiesenflächen im Wassergewinnungsgebiet, die Wiese quasi als Kulturgut. Über die Jahrzehnte ist hier eine sensationelle Fauna und Flora entstanden. Also Sie finden hier von Orchideen alle möglichen Pflanzen, die es selten in Deutschland noch gibt. Außerdem ist dieser Wiesegrund sozusagen durch diese Bewirtschaftung ohne Dünger und einmal nur im Jahr gemäht, einfach auch noch ein zusätzlicher Schutz fürs Trinkwasser, dass eben möglichst wenig von der Oberfläche direkt ins Grundwasser durchgeht und möglichst viel Schutz oben da ist. Unter dem Schirm der Altbäume sind in den vergangenen Jahrzehnten neue Bäume nachgewachsen. Der Baum, der innerhalb des Wasserschutzwaldes und letztlich auch für den Trinkwasserschutz mit am wichtigsten ist, ist die Tanne. Sie wurzelt einfach viel, viel tiefer wie die Fichte. Sie ist keine Flachwurzlerin wie die Fichte. Und deswegen kann sie Stürmen viel besser trotzen. Und für uns im Trinkwasserschutzgebiet ist ja das A und O, dass wir keine Kahlflächen irgendwie haben. Weil Kahlfläche heißt immer höhere biologische Aktivität, dadurch höhere Nitratauswaschungen. Und das wollen wir eben nicht haben. Münchens Trinkwasser ist nicht umsonst eines der besten in Europa. Zusammen mit der städtischen Forstverwaltung und den gut 175 Ökobauern im Mangfalltal sorgen die Stadtwerke München dafür, dass das so bleibt. Die SWM versorgen rund 1,5 Millionen Menschen in München mit quellfrischem Trinkwasser aus dem Voralpenland, rund 300 Millionen Liter täglich.